Lange, lange mussten wir warten. Am Dienstag war es dann endlich soweit. Das Eröffnungsspiel stand an gegen den Bundesligisten und Champions League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach. Da können die Gäste natürlich noch fleißig Autogramme und Fotos geben, während sie hier gerade ankommen mit dem Mannschaftsbus in unserem neuen Stadion. Ja, und neues Stadion, neuer Stadionname und eine tolle Atmosphäre in eben diesen Live-Musik von den arbeitslosen Bauarbeitern von Stereo Act. Im Hintergrund konnte man den Aufbau des Stadions in einem Zeitraffer noch einmal nachverfolgen. Und sowohl im VIP-Bereich als auch im Stadion gab es sehr interessante Interviews mit echten Größen beider Vereine. Natürlich ist da auch der Besuch von Trainerlegende Hans Meyer ein echtes Highlight gewesen, der mit Sprechchören empfangen wurde im Stadion. Stadionsprecher Olaf Kattner konnte ihn vor dem Anpfiff auch nochmal persönlich sprechen und dann natürlich auch noch das große Interview im Stadion. Also von der Stimmung her wirklich tipptopp, da hat alles gepasst. Und auch die Gladbacher waren zahlreich erschienen, gut gelaunt. Bestes Fußballwetter gab es natürlich auch noch dazu. Und die kleinen Fans, die durften natürlich auch noch ihren Trikotwunsch da äußern. Nah genug ist man ja dran am Feld in diesem neuen Stadion. Alle warteten eigentlich nur noch auf den Anpfiff und interessant zu sehen, Neuzugang Pierre Kleinheider direkt mit dabei. Er darf eine Halbzeit den Kasten hüten während dieser Partie. Bevor es losging, noch ein besonderer Moment. Mike Kilian sang die CFC-Hymne live mit den Fans auf dem Feld. Das ist schon so ein richtiger Gänsehautmoment gewesen. Und dann ging es für unsere Jungs rauf aufs Feld, unter anderem einige, die am Samstag gegen Groß Asbach nicht in der Startelf waren, aber auch Tim Danneberg durfte mit ran, der ja nun leider gegen Halle gesperrt ausfällt. Tolle Choreografie, da sind sie allesamt aufgereiht mit den Radio Chemnitz Einlaufkits. Und dann konnte es auch gleich losgehen. Der Ehrenanstoß, tja, der erfolgte natürlich durch die CFC-Legende Jürgen Behringer. Der Countdown, der läuft im Stadion. Und gemeinsam mit CFC-Nachwuchskicker Erik Tallich konnte die Partie dann beginnen. Die Gladbacher, die zeigten von Beginn an, dass sie hier nicht nur mit halber Kraft spielten. Kramer, Traoré, Stindl, Hazard, Hahn und wie sie alle heißen, brachten ordentlich Schwung ins Spiel, sodass unsere Jungs von Beginn an gefragt waren und immer hochkonzentriert dagegenhalten mussten. Keine 10 Minuten gespielt. Gladbach dann auch mit einer ersten richtig dicken Chance. Der Ball erst auf der rechten Seite, dann an der Abwehr vorbei nach links und dann ist da Kevin Rennie Titel gefragt. Der Ball noch heiß. Und letztlich klärt Kevin Konrad, ja, da merkt man schon, also da ist ordentlich was zu tun in dieser Partie. Aber auch unsere Himmelblauen holten sich ihre Gelegenheiten raus, Anton Fink mit dem Freistoß und den hat er für Tim Danneberg parat und Tim Danneberg, der ärgert sich natürlich bis an den 5-Meter-Raum heran. Klar, Riesenmöglichkeit hier in Führung zu gehen, das wäre ja was gewesen gegen den Bundesligisten, so bleibt es beim 0-0, aber Cheftrainer Sven Köhler sagt natürlich zu seinen Jungs, weitermachen, weitermachen. Hoher Ball von Anton Fink in den Strafraum. Da allerdings Rodriguez noch bedrängt, dann von außerhalb Philipp Türpitz aus der Distanz. Satter Schuss, schön frech aufspielen, so muss es sein. Halbzeit, kein Gegentor kassiert, wenn auch noch kein eigenes geschossen. Aber unsere Himmelblauen verkauften sich bis hierhin richtig gut. Zur Pause, kleines Showprogramm, da muss natürlich noch alles aufgeräumt werden. Und unsere beiden Stadionsprecher Olaf Kattner und Carsten Kulisky hatten da einiges an Änderungen zu verkünden. Cheftrainer Sven Köhler wechselte kräftig durch, nur Fabian Stenzle und Emanuel Bende spielten durch. Und man muss natürlich sagen, wenn Gladbach den Ball hatte, musste man höllisch aufpassen und verdammt gut stehen und hochkonzentriert bleiben. Aber wir wollen vor allem auf das achten, was unsere Himmelblauen offensiv zeigen. Und da muss man sich wirklich nicht verstecken. Hier Daniel Frahl mit einer richtig dicken Gelegenheit. Zentimeter fehlen da in der 52. Minute. Dennis Maas spielt darüber, sieht ihn da frei. Am Ende waren es wirklich nur Zentimeter. Weiter geht's. Kleiner dann mit der Spieleröffnung. Zunächst kann Gladbach noch stören, doch dann die Balleroberung über die Abwehr bis zu Florian Hansch, der dann im Doppelpass mit dem wieder genesenen Julius Reinhardt und Florian Hansch, was macht denn der? Der ist ja mal richtig ausgebufft, spielt sich hier an Freund und Feind vorbei. Hansch, da wollte er die Kugel nur noch drüber lupfen, scheitert letztlich nur ganz knapp. Starke Einzelaktion, aber das Ding, mein lieber Florian Hansch, das musst du nur noch vergolden.
Gladbach dann auch wieder besser im Spiel, aber unsere Jungs, die machten doch noch ordentlich Wirbel. Dennis Mast, ja, sieht hier wieder Florian Hansch. Diesmal kann er sich nicht optimal vorlegen, muss also nochmal abbremsen. Sie versuchen es aber weiter mit Daniel Frahn, der versucht dann mal den Heber rein in den 16er. Ja, aber man hatte sich doch einiges getraut. Anschließend rotierte Gladbach dann ordentlich durch. Unter anderem kommt Raphael ins Spiel und damit ein echter Topscorer. Bis hierhin ein richtig starkes Duell, obwohl es ja nur ein Testspiel ist, da kann das Herz eines Hans Meyers sicherlich auch für beide Lager schlagen. Und stimmungstechnisch, da machten die Fans ja sowieso allesamt gut mit. Mehrere Laola-Wellen bebten auch mit den Gladbacher Fans durch unser Stadion und das war nun wirklich herrlich anzuschauen. Die Gäste waren kurz vor Schluss allerdings wieder besser im Spiel, drangen immer weiter in unsere Hälfte vor und unsere Jungs, die mussten hier wirklich alles reinwerfen, damit es da nicht doch noch irgendwie gegen sie stehen würde. Aber sie machten es wirklich gut, auch wenn es dann immer mal diese individuelle Klasse der Gladbacher ist, mit der sie sich Offensivaktionen rausspielen konnten. Freistoßsituation für Gladbach. Da wurde es nochmal richtig gefährlich. Kleinheider, der verschätzt sich hier nämlich ein bisschen. Pfosten! Und dann ist es Jan Koch, der gerade noch so zum Eckball klären kann. Gute Aktion. Die letzten Sekunden, unser CFC auf der linken Seite unterwegs. Es war nicht mehr viel zu spielen, aber da werden sie bedrängt und es geht wieder in die andere Richtung. Gladbach jetzt mit Ballbesitz. Erstmal ins Zentrum und Raphael läuft da mit, bekommt die Kugel, geht bis in den Strafraum hinein und da ist Raphael mit dem Abschluss. 1:0 und das für Gladbach. Und das ist dann auch gleichzeitig das Endergebnis dieser wirklich packenden Partie. Und man muss ja sagen, fürs 0-0 hat es nicht gereicht. Das ist ja schon fast ein bisschen ärgerlich, denn unsere Jungs, die haben richtig gut dagegen gehalten. Hätten sogar teilweise selbst in Führung gehen können. Aber gegen einen Bundesligisten ist das, denke ich, zu verschmerzen. Und die wichtigen Aufgaben, die stehen ja erst noch an. Doch bevor die Gedanken schon bei Halle sind, gab es für Mannschaft und Fans nochmal eine richtig schöne Lasershow. Alles in allem, muss man sagen, ein gelungener Abend, eine tolle Stadioneröffnung. Und nun gibt's für euch noch zwei Spielerinterviews. Was für eine Partie. Also ich denke, ein schönes Erlebnis für alle Fanlager. Ich denke, auch die Gladbach-Fans können zufrieden nach Hause fahren. Die Mannschaft ebenfalls. Hofmann ist hier. Der war letztes Jahr schon mal da mit anderen Farben. Diesmal mit Gladbach. Und ich denke, als Test hier so beim Drittligisten war doch, ja, doch eine üppige Aufgabe, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man hat es von Anfang an gesehen, dass es Schlag auf Schlag ging, dass es ein brisantes Duell war. Sieht man allein schon auch am Ergebnis. Wir sind, glaube ich, auch in viele Konter gelaufen. Gut, Chemnitz ist jetzt auch schon mitten in der Saison, beziehungsweise hat schon ein Spiel gehabt. Deshalb ja, sind sie wahrscheinlich auch schon ein bisschen, sage ich mal, weiter in Anführungszeichen. Also klar wollen wir hier trotzdem gewinnen, auch wenn wir noch nicht in der Saison sind. Aber ja, wie gesagt, war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Test zum jetzigen Zeitpunkt für uns. Okay, ich wollte gerade sagen, also man merkt das schon als Spieler, wenn die Mannschaft trotz des Ligasunterschiedes schon wirklich im Stoff irgendwo drin ist, oder? Ja, also wir merken das auf jeden Fall. Da gibt es viele Bereiche, taktisch sowohl als auch ganz viele andere Konditionen, Ausdauer, da gehört viel dazu. Wie gesagt, wir haben es auf jeden Fall gemerkt heute. Wie geht es bei euch jetzt weiter? Ich denke erstmal in Ruhe nach Hause fahren, aber ich habe gehört, es stehen eigentlich schon die nächsten großen Brocken an, richtig? Ja, in Ruhe nach Hause gibt es jetzt gerade nicht. Wir fahren jetzt noch weiter Richtung Kassel, weil wir morgen dann noch ein Testspiel haben und übernachten noch im Hotel. Und dann geht es morgen nochmal gegen Regionalligisten weiter und danach fliegen wir dann wieder nach Hause. Letzte Frage von meiner Seite, denn es ging um die Stadioneröffnung. Wir sind nur ein Drittligist, aber wir haben uns hier ein hübsches Schmuckkästchen hingezaubert. Ich hoffe, die Bundesliga-Profis sehen das ähnlich. Ja gut, ich kann es ja ein bisschen beurteilen. Von letztem Jahr weiß ich noch, da war die Haupttribüne noch nicht fertig. Das sah es noch ja, ein bisschen mager aus, aber es ist ein schönes Schmuckstückchen draus geworden. Ich glaube, für einen Drittligisten kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nochmal hattest und dann wünsche ich mir natürlich alles, alles Gute für die nächste Saison. Danke dir. Kein Problem, gerne. So, wir haben jetzt die Meinung der Bundesliga-Profis gehört. Jetzt sprechen wir mit einem, der wahrscheinlich heute die Europameisterschaft gewinnen wollte. Ich habe keine Ahnung. Hansi,
heute ein bisschen so manchmal im Alleingang unterwegs und dann ganz groß auf dem Fuß, aber irgendwie dann doch was passiert. Ja, für mich war das heute schon mal eine riesige Erfahrung, gegen den Bundesligisten zu spielen. Und ich habe einfach versucht, alles zu geben und auch mal was allein zu versuchen. Ich denke, es ist mir ab und zu mal ganz gut gelungen. Das eine Ding muss ich halt machen. Es war ziemlich blind, aber sonst bin ich ganz zufrieden. Aber ich denke, wir können auch insgesamt ganz zufrieden sein. Ich wollte es gerade sagen, man muss ja so sehen, wir sind schon in der Saison drin. Ich habe das schon mit den Gladbacher Spielern auswerten dürfen. Bei denen merkt man natürlich, die müssen noch ein bisschen reinkommen. Die stehen erst ganz am Anfang. Wir schon eigentlich wirklich schon so, dass wir sagen müssen, so muss es in der Saison eigentlich laufen. Und ich denke, die gesamte Mannschaft hat sich doch ganz gut verkauft heute, oder? Was ist gut gelungen? Ja, definitiv. Also so rein kämpferisch haben wir denen auf gar keinen Fall was abgetan. Wir waren präsent, haben wenig zugelassen. Das Tor ist dann unglücklich gefallen in der letzten Minute. Man muss natürlich auch sagen, wenn die mal den Ball laufen lassen haben, haben wir uns gedreht. Da war wenig zu machen, aber sonst muss ich sagen, an diese Leistung kann man anknüpfen und das müssen wir einfach in die nächsten Spiele mitnehmen. Ist vielleicht so ein Test doch gar nicht so schlecht gewesen, so mitten in der Saison? Es gab ja den einen oder anderen, der gesagt hat, naja, jetzt haben wir gegen Kurzasbach 0-0 gespielt, das kommt das große Spiel gegen Halle, die ja 3-0 gewonnen haben. Aber ist vielleicht so ein Spiel gegen so einen Bundesligisten gar keine so schlechte Sache mitten in der Woche? Vielleicht auch für die Spieler, die jetzt noch nicht zum Einsatz kamen? Ja, gerade für die Spieler. Und vor allen Dingen für die jungen Spieler, wenn ich mal mich sehe, wenn ich Danny Breitfelder sehe oder Baumi, ist das immer was ganz Besonderes, so ein Spiel. Generell, wenn du Spielpraxis bekommst, ist das perfekt. Und dann gegen so eine Mannschaft kannst du dir ein bisschen Euphorie holen. Ja, auf alle Fälle. Und ich denke, jetzt haben noch mehr Bock drauf, hier in dem Stadion unsere Jungs anzufeuern. Das war eigentlich wirklich doch ein schönes Bild, was sich da heute geboten hat. Auch wenn es am Ende eben 1-0 gegen uns stand. Aber es war eine tolle Partie von unserer Truppe. Und da wünscht man natürlich noch viel Erfolg in der Vorbereitung gegen das Halle-Spiel. Danke dir. Dankeschön.